Warte mal, Sekunde. Ich sehe da einen kleinen Schatten. Da mal ein Greenscreen. Also da, so sieht man einen klitzekleinen Schatten im Bild. Sekunde. Besser. Jawohl, Gothic 3 und los und visitieren den Ruinen von Vengard, dem zerstörten Außenring zumindest. Die Burg ist hier. Da drüben ist sogar der Eingang. Da, lauter Schutt. Versperrt den Weg. Noch ein paar Orks. Noch ein paar Truhen, die dezimiert werden wollen. In der letzten Folge haben wir unseren edlen Streiter, Mitstreiter, Typ verloren. George hieß er. Typ. Der Abgebrochen. George-Typ, der, ich weiß nicht, ob er relevant ist. Er ist jetzt halt tot. Hab doch einen Haufen Ork-Typen zum Dezimieren. Einen kleinen Genozid können wir veranstalten. Den Feuerkelch müssen wir abliefern. Wie sonst noch was? Ich glaube, das war's dann im Großen und Ganzen, also. So, eigentlich könnten wir jetzt auch direkt da rein. Machen wir aber nicht. So spare in your anus. Weg mit dir. Jo, erster weg. Schön. Dann geht's. Jo, früher rumzuwirbeln. Okay, das ist alles ein bisschen. Hat nicht ein, aber ein bisschen kleine Ablenkung machen hier. Schön. So geht's. Sie sterben auf der Brücke. Was ist denn los mit dir, Stammeskriege? Er trainiert den Moonwalk. Checkt aber nicht, dass man auf der Stelle bleiben sollte. Ja. Ich gehöre ihm. Das waren seine Worte. Und setzt seine Worte bitte in die Tat um. Immer diese Versprechen und dann nicht einhalten. Kriege, Kochtopf. Und Waffenbündel. Wieso gibt es hier so viele Waffenbündel? Ach, kann das sein, dass die Rebellen da drinnen so 1000 Waffenbündel wollen? Naja. Na gut. Rückenorgs gibt mir eure Sachen. Schön. Vielen lieben Dank. Wir gehen jetzt dann. Also ich hoffe wirklich, dass es nur noch einer ist. Und dann können wir Gemach Story machen. Waffenbündel? Schön. Wird den. Nein! Schön! Noch ein Mühlstein. Auf geht's. Dann haben wir die 300 voll. Schuss. Da geht's ab. Okay. Wir brauchen Plan. Wir brauchen Pläne. Gar nicht gut. Komm mal her, du. Will dich allein. Schön. Nummer 1. Und er wechselt geschwind auf den Bogen, zückt ihn. Und ballert dem Ork einen scheiß Pfeil in die Fresse. Dezimiert. Passt das jetzt auf den Anfang? Da vielleicht. Und Quick Shave. Leicht. Vielleicht bekomme ich da jetzt irgendwie eine Flammenwelle durch. Leicht vom Brunnen aus. Auf jeden Fall. Ich hab doch Mana. Was los? Das Ding braucht 100 Mana. Soll vielleicht das Spiel neu starten. Flammenwelle. Mana kosten 90. Und ich hab 142. Und das ist die Flammenwelle. Ich hatte in der letzten Folge schon so Probleme mit der Ding. Mit bösen Vernichten. So nicht. Das bringt mich so nicht. Bug? Nein. Leute, Bug? Tut Scheiß. Und halt doch mit dem Bogen. Startet jetzt nicht neu.
Bear in the face. So, dezibiert. So, komm, nächsten. Aber vielleicht. Vielleicht so. Dann kommst du bloß aus einer Richtung. Das war vielleicht dumm. Ah, das war vielleicht richtig dumm. Dann kommst du bloß aus einer Richtung. Ich komm wieder raus. So, jetzt kommst du bloß von einer Richtung. Einmal durch, bitte. Und den noch erobere. Funktioniert doch ganz gut. Will ich meinen. Alles Zeug mitnehmen. Gott. Also mit dem Gold, was wir jetzt dann übrig haben, können wir definitiv ein paar Rüstungen kaufen, bloß um zu sehen, wie sie ausschauen. So, noch eine Flammenwelle, die ich nicht benutzen kann. Was soll der Kack? Das? Bolzen. Ist jetzt da kein Orkbus mehr drin? Jungs. Gibt's erstmal Stärke. Jungs. Da hinten gibt's noch mehr. Jungs. 301. Triumph des Todes. Warte mal, Sekunde. Ich sehe da einen kleinen Schatten. Da mal ein Greenscreen. Da so sieht man einen klitzekleinen Schatten im Bild. Sekunde. Besser. Ja, zurück. Zurück. Ich bin wieder da. So, Orx. Da ist er ja. Felte. Keine Ahnung. Arschgesicht. Sieht immer noch einer, hä? Durch irgendwas. Jetzt chillt ein Glied. Große Tür. Kriegt mir wenig. Waffenbündel. Ach, ein Schamane. Bist du cool? Wehrlos. Und die nächsten Folgen kommen dann wieder ein bisschen mehr Story, hoffe ich. Ich hoffe sogar, dass wir in der Folge noch ein bisschen Story bekommen. Nicht nur tote Orks, die im Dreck liegen. Also da oben noch. Die Hütte. Und wir schauen natürlich. Ich schaue natürlich in jede Hütte, ne? In jede. Damit nichts verpasst wird. Und vielleicht haben wir einen Trommelschlägel. Vielleicht. Haben wir einen? Jawohl. Leute, Solo. Sehr schön. Das bringt nichts. Nicht ein kleines Kampf. Die ganze Zeit abkämpfen. Ja, wo seid ihr denn? Da oben. Bist du ein Felte? Eroberer, hol mal dein Felte her. Ist da doch mehr? Achso, jetzt kommt die von da hinten auch noch. Kriegsveteran. Der residiert hier in dieser kleinen Kajüte. Korb. Und hier werden Betten. Sehr schön. Die erste Hütte mit Betten gefunden. Komm mit. Waffe. Die Waffe geht. So geht die Waffe nicht. Keine Ahnung. Botschafter. Weg. Sehr nice. Da-d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 a
Für den Bogen des Orgjägers. Ach, Gärtenleser. Hat sich ausgelesen. Was so eine Stammesspeer. Zwischen Lesern und Speeren. Echt Skills. Uiuiuiui. Komm wieder so ein paar. Die Wirbelattacke, sie geht durch. Okay, anscheinend nicht. Dann geht den ihre Wirbel durch. Mit die Windmühle. Haha. Aha. Ist das der letzte Eroberer? Was fällt er? Ist er's? Ist er's? Ich will ihn im Dreck sehen. Okay. Du bist der Erste. Schön. So, und ihr zwei? Schön. Na, das ist ein Stammeskriege. Korrigiert, es ist ein tote Stammeskriege. Das Zeug lassen wir jetzt liegen. Trank. Wo ist der letzte? Einer fehlt doch nur noch. Noch eine Trommel. Gardist. Ja, komm. Gibt's aufs Maul? Und noch ein Wühlstein, Leute. Die Stärke Eskalation geht weiter. Welte, Markok. Ruf bei den Rebellen, besiege 5 Ork-Drecks, Leute. Dezimiert, im Staub, vernichtet, in den Erdboden eingearbeitet. Da gehören Orks hin. 306. Ich interessiere, also das wird halt echt interessant, ob das irgendeinen von den anderen, in den anderen Ork-Städten auffällt, wenn die mächtigen Ork-Eroberer in Vanguard alle dezimiert sind. Dann nochmal was, stabile Metalltruhe. Guten reiner Erzrohling. Hui. Stimmt, und wir hatten noch so einen Bauplan, ne? Bauplan, Schmiedeplan. Das Runenschwert. Waffen aus reinem Erz. Ist das Ding gut? Klingenschaden 115. Reichweite kurz. Und Schutzwerte. Also wir bauen es auf jeden Fall, einfach um zu wissen, wie es ausschaut. Die Waffen aus reinem Erz lernen wir dann halt auch noch. Ich meine, das ist ja Schmiedekunst. 20 Punkte Schmiedekunst. Ja. Und für die fetten Rüstungen Nummer. Ja. Kann man machen, ist ausbaufähig. Das Stockwerk da oben fehlt noch. Gibt's da was? Noch so ein Truhenkack. Hopp. Einverleiben. Passt. Da fällt Staub runter. Jetzt nicht mehr. Doch da so. Nein, es regnet. Es regnet. Der Regen nach dem Kampf. Lauter gefallene Orks. Sogar der Himmel weint. Und da waren wir. Das Lagerfeuer. Leute. Da draußen was? Das sieht sogar wie eine geile Pflanze aus. Ascherkraut. Gibt's ja was. Da komme ich wieder rein. Leicht komme ich wieder rein. Ja, easy. Sehr nice. Die Leute hatten noch Zeit, ihre Toten zu begraben. Oder der Friedhof war schon vorher da, bevor die Orks kamen. Wer weiß.
Ah, genau, das hier ist der offizielle Eingang. Und da hinten gehen wir da schnell rüber. Wir gehen da jetzt etwas schnell rüber und schauen uns den anderen Eingang an, den mit dem Geröll. Den Geröllgang. Da müsste ich da rüber. Dann komme ich da irgendwie. Sprunghaft, elegant. Sieht nicht so aus. Ich will euch einfach zeigen, dass man da. Also für die, die es kennen, die wissen, dass man da drüber kann, aber. Der Weg ist versperrt. Hui. Anscheinend nicht. Ja, hey. Ach, vielleicht braucht man. Ah, vielleicht braucht man den anderen Weg da drüben, um den Georgie reinzubringen. Bitte. Kümmer dich besser um deinen Kram. Sei gegrüßt. Mach dir keinen Ärger, klar? Sei gegrüßt. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Nein. Nein. Einfach nein. Ah, noch ein Maul zu stopfen. Und diesmal scheint es sogar von außerhalb zu kommen. Na toll. Was ist dein Problem, du Spinner? Was mein Problem ist? Wir haben hier bisher nur Hunger geschoben. Ich habe hunderte Männer zu versorgen. Unsere Vorräte sind mickrig und ach ja, eine Armee Orks belagert uns und wir können nur raus. Es ist zu schnell. Das sind meine Probleme und jetzt kommst du her und tust so, als würde ich keine Ahnung. Ich kann, du nicht. Ha! Soll dir dein Spott im Halse stecken bleiben? Ach ja. Kann ich mit dir handeln? Ich bin kein Händler, ich muss nur dafür sorgen, dass hier jeder satt wird. Wenn du was kaufen willst, dann geh in die innere Burg. Ja, Drecksrebelle. Wie kann ich euch helfen? Typisch. Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten, Mann. Wir verhungern. Wir brauchen mindestens 30 Laibe Brot. Jedoch werden wir alle bald vor Entkräftung umkippen, wenn wir kein Fleisch zwischen die Zähne kriegen. Wir brauchen an die 30 Stück gebratenes Fleisch. Verstehe. Verstehe? Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Verstehe. Da, Dreck. Hier hast du 30 Laib Brot. Ist nicht drin. Du hast uns Brot gebracht? Ja. Stell dir vor, erstick. Hast du was, das du in der Welt da draußen bestimmt gut gebrauchen kannst. Erstick dran. Hier sind deine 30 Stücke gebratenes Fleisch. Ich kann's nicht fassen. Du beeindruckst mich. Du bringst uns Fleisch. Einfach so. Ja. Hier. Einfach so. Vielleicht kannst du das da draußen gebrauchen. Ich hab damit kein Problem. Eiltränke. Okay, das war's anscheinend. Ich mag ihn nicht. Er ist nicht liebenswürdig. Ruhe? Vielleicht finden wir noch irgendwo nette Menschen. Der vielleicht. Du. Wurzeln und Steine reiß ich raus. Okay. Na, immerhin. Kobrün? Er hat ein krasses, das krasse Vanguard-Wappen auf seiner Brust. Das Innos. Innos Vanguard schieß mich tot Wappen. Keine Ahnung. Dead? Nimm mal nicht mit. Das ist ganz Vanguard sauer. Befreite Leute. Und das sind die anderen zwei. Okay. Okay, labern wir mit dem. Oder gehen wir rein? Ah, Leute. Die Hauptstadt des Königs. In Trümmern liegt sie da, regungslos. Ich kenne dich nicht. Das heißt, du bist von draußen. Ja. Gut, dass du kommst. Verdammt nochmal. Ich hoffe, die Situation da draußen ist besser als hier. Abwarten. Abwarten. Denn auf Sicherheitsabstand. Ich muss zum König. Jawohl, das musst du. Er wird sich freuen, den Teufelskerl zu sehen, der es von draußen hierher geschafft hat. Jo, Teufelskerl. Bist du hier der Oberbefehlshaber? Ja, verflucht. Und es ist ein Höllenjob. Jo, und was brauchst du? Wie ist die Situation hier in der Burg? Es ist verdammt nochmal viel schlimmer, als es aussieht. Wir haben einfach zu viele Verluste zu beklagen. Das lässt selbst einen harten Mann wie mich zweifeln. Gemach, gemach. Die fünf Feldherren der Orks sind tot. Verdammt! Ich wusste, du würdest dir etwas bewegen. Aber herrje! Du bist der beste Kämpfer, den ich je getroffen habe. Und ich habe schon viele gesehen.
gutes Gold für den glorreichen Sieg. Wie kann ich helfen? Letzte Nacht hatten wir ein Scharmützel mit den verfluchten Orks aus dem Ostflügel der Stadt. Die Misthunde haben uns auseinandergetrieben. Einer meiner Männer hat es nicht mehr zurückgeschafft. Sein Name ist Tordir. Er versteckt sich irgendwo im Ostflügel der Stadt. Wenn du uns helfen willst, dann finde ihn und bring ihn sicher wieder zurück. Tordir im Ostflügel. Ich dachte, wir haben alles durchsucht, ne? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich weiß nicht, ob man einem Hundesohn wie dir noch etwas beibringen kann. Aber ich werde es versuchen. Okay, also wird der jetzt ein Ork töten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Dann randaliere ich. Ja, zum Glück nicht. Den gibt's echt nur in den Nordmar. So, Korde. Korde nie ohne im Osten. So, also wäre so hier in dem Ostflügel. Also doch da irgendwo. Ostflügel. Vielleicht in so einem Turm. Das wäre eine Idee, da waren wir noch nicht. Da könnten wir mal reingucken. Hier so, guten Tag. Keine da. Hier hinten, auch nicht. Auf dem Turm, Leute, auf dem Turm. Wir brauchen den Mann, der ist wichtig. Da gibt's noch was. Der ist wichtig. Venkat wird fallen ohne ihn. Wie so ein Fell. Jetzt geht's ab. So, rauf. Rauf. Kann noch sein, dass die... Jawohl. Immerhin eine. Waffenbündel. Einen Paladin lebend nach Venkat geleitet. Na gut, doch nicht, aber es wird so sein. Tordir. Du wirst in der Burg vermisst. Ist ja entzückend. Quatsch nicht rum, hol mich raus hier. Alles safe. Los, beweg dich. Ich bring dich zurück in die Burg. Bist du sicher, dass wir das überleben? Na gut, mir bleibt ja keine Wahl. Folge mir. Ja los, lauf. In die Burg. Das ist wichtig. Mensch, der hat auch noch gute Helferdienste leisten können. Naja, Motorwurschzeug. Okay, er nimmt den Geheimpfad. Den direkten Geheimpfad. Na gut, easy, Leute. Easy. Das ist ja... Ich denke, wärst du nicht gewesen, wäre ich da drüben noch verreckt. Hier, nimm diese Heiltränke als Dank für meine Rettung, Fremder. Jo, easy. Ja, Leute, so liebe ich das. Ein, zwei Quests und dann Ruf oben. Wobei man hier wahrscheinlich gar keinen Ruf braucht in der Königsstadt. Zeug. Dritte. Wandorn. Er ist der Lagermeister. Bist du der Lagermeister? Womit kann ich dir helfen, Fremder? Seit die Orks uns belagern, hat sich die Qualität meiner Ware nicht verbessert. Aber vielleicht findest du ja doch noch was, was dir gefällt. Die Orks werden uns alle töten. Ich glaube, ich will das gar nicht mehr. Zeig mir deine Ware. Das hat der Zweihänder, Bolzen, Rohstahl. Du kannst probieren. So. 42 Stück. Bloß auf. Ist schon schlimm. Kannst du probieren, 62 total hässliche, kaputte Ork-Äxte haben. Gib mir dafür all dein Gold. Sehr gut. Fehlt dir noch ich irgendwas? Machst du Witze? Es mangelt hier an so ziemlich allem. Wir werden hier ausgeblutet und das schon seit Tagen. Das Nötigste, was ich brauche, ist Werkzeug. Hämmer, Sägen, einfach alles. Unsere Stadt wurde geschliffen. Wenn wir sie wieder aufbauen wollen, brauchen wir so einiges. Jo, ein Bergfried schleift mal. Am Ende werden sie die... Ich besorge dir das Werkzeug. In Ordnung. Wir brauchen 10 Hämmer. Dann brauchen wir 5 Sägen. Zu guter Letzt brauchen wir noch etwa 20 Spitzhacken. Nein. Schau mich nicht so an. Ich habe den Krieg nicht angefangen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Dicht? Okay, wir brauchen Hämmer. Dicht, Beine. Spitzhacken. Okay, das erzürnt mich. Hier sind deine 5 Sägen. Großartig. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Oh, Schmiedekunst, da.
Hier, 20 Spitzhacken. Sehr gut. Ich danke dir. Und es kommt noch schlimmer. Jo, und jetzt brauchen wir noch Hämmer. Hast du zufällig Hämmer? Zeig mir deine Ware. Hast du zufällig Hämmer im Angebot? Dankeschön. Kommst noch ein paar. Irgendwann ist auch das vorbei. Kommt dann noch ein paar Ork-Waffen. Hab ich jetzt genug? Immer noch nicht. Wie viele Hämmer hat er gesagt? 10. 10 Hämmer ungefähr. Einen. Okay. Okay, da drüben gab's noch. Draußen gab's noch den anderen. Der hat aber nicht gehandelt, ne? Der ist nicht gehandelt. Hast du nichts zu tun? Ah, ein Hammer. Leute, ein Hammer. Kann man den nicht irgendwo stipitzen? Auf irgendeinem Tisch oder so. Und kleine umliegende Hammer. Tordi, hast du einen Hammer? Stör mich nicht. Er hat keinen Hammer. Okay, wir finden die Mission des letzten Hammers. Der eiserne Hammer. Irgendwo gibt es hier einen Rebellen. Hirte, Sklave. Mr. Lord und Händler. Du hast einen Hammer. Zeig mir deine Ware. Ob Hammer. Yo. Quests easy. Und der bekommt die nächsten Ork-Waffen. Trottet Wasser in 200. Was gönnen wir uns jetzt für eine? Halt! Ohne guten Grund. Grund kommt niemand in die Nähe des Königs. Simon hat gesagt, ich darf zum König. Ich bin mit dem Schiff nach Oscorinus gekommen, um zu helfen. Ich komme von außerhalb der Barriere und habe den Weg hier reingefunden. Vitamin D. Es ist immer gut. Vitamin B ist immer gut. Kobrin hat gesagt, ich darf zum König. An dieser Tür entscheide aber ich, wer rein darf und wer nicht. Nicht Kobrin. Okay. Ich will aber rein. Halt. Kein Schritt weiter. Bin mit dem Schiff aus Corinus gekommen, um euch zu helfen. Du bist aus Corinus gekommen. Dann ist der Rest der Männer auch da. Nein. Geh rein, der König wird diese freudige Nachricht gleich hören wollen. Okay, aber erst geben wir den Hammer ab. Man muss Prioritäten setzen. Zeig mir deine Ware. Nicht Ware, Hammer. Hat doch jetzt 10. Oder wollte der 15 Hammer? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Oh, das war ein Schmiedehammer. Es gibt einen Unterschied zwischen normalen Hammern und Schmiedehammern. Haben wir normale Hammer? Wie viele Hammer haben wir? Hammer. Richtig, aber trotzdem geht das Arke, Schaufel, Hammer. 8. Nochmal 2 Hammer. Händler. Zeig mir deine Ware. Schmiedehammer. Will Hammer. Dem hat einen Hammer. Das Hammer. Okay, ja gut. Ja, sorry, also dann könnten wir die Sache mit dem Hammer jetzt nicht machen. Wer ist denn das? Robert der Zweite. Ist der wichtig? Weiß nicht, er steht hier so halb versunken im Teppich. Der gaff nicht so, du König. Was ist denn los mit dem? Er beobachtet mich. Oh nein! Ist er König? Hat der was gebunkert, der König? Feuermagie. Truhen. Metalltruhen. Ja gut, hallo König. Willkommen, Retter. Gut, dass ihr es noch rechtzeitig geschafft habt. Wieso Retter? Was ist zu tun? Genau. Wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Genau. Und konntest so viel Kraft, Kampfgeschick und Erfahrung dazu lernen. Außerdem bist du ja sicherlich nicht unschuldig reingeworfen worden. Es war eine gerechte Strafe in Kriegszeiten und hat dir scheinbar gut getan. Ja, Barriere. Es wurde eine Menge gelehrt in der Barriere. Es gab einen Haufen gut. Geile Geschichten. Gothic 1 ist mein Lieblingsteil. Sag's nicht weiter, aber... Ach, der Barriere.
war erstmal dieser verdammte Blackout. Also im Grunde hat die Barriere nichts gebracht. Hier die fetteste aller Rüstungen zerstört. Uriziel. Da Borsten. Die Triumphe. Die komplette Stärke oder was man immer an Kampffähigkeit gelernt hat in der Barriere. Das wurde alles zunichte gemacht. Der Fundus der Erfahrungen, die der Held hier hat, sind aus Cosmic 2 und stark zurückgeschraubt. Also König. König. Ja. Nein. Wieso Retter? Innos selbst sprach zu mir. Er sagte, dass ein Schiff unsere Rettung bringen wird. Und ich sandte die Esmeralda aus, um Erz und Männer von Korinnes zu holen. Wo ist Hagen? Wo ist der Rest der Männer? Wo ist das magische Herz? Und wie bist du hier reingekommen? Teleport. Was ist zu tun? Zweifellos hast du bereits Großes geleistet. Aber wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, dann wirst du noch mehr Großes leisten müssen. Viel mehr. Du bist der Einzige, der hier rein und raus kann. Ich beauftrage dich mit einer wichtigen Mission. Was ist das für eine Mission? Die Orks haben diesen Krieg nur gewonnen, weil Xardas sich mit ihnen verbündet hat. Er hat seine dunkle Macht eingesetzt und unsere heiligen Runen unwirksam gemacht. Jetzt lässt er Ausgrabungen in der Wüste vornehmen. Er sucht irgendwas. Ich will, dass du Xardas aufsuchst. Finde heraus, welche Pläne er verfolgt. Verstehe. Okay, Leute, es war mal wieder wunderschön. Die restlichen Gesprächsoptionen und was hier noch alles in Venka zu tun ist, machen wir in der nächsten Folge, weil die Maximallaufzeit ist schon wieder überschritten. Ach, es war aber wieder wunderschön. Was sieht's hier in der nächsten Folge, Cosmic 3? Haut rein!